Wir sind im Endspurt. Die Fastenzeit geht auf die Zielgerade. Wir als Katholiken nennen diese Wochen vor Ostern Fastenzeit. Unsere evangelischen Schwestern und Brüder reden lieber von der Passionszeit. Und auch der jetzige Sonntag, der vor uns liegt, ist für uns Katholiken Passionssonntag. Ja, wir stehen mitten in der Passionszeit. Wenn wir an die Rhythmen unserer Zeitplanung denken, dann stellen wir fest, dass es Hochzeiten gibt und dunkle Perioden unseres Lebens, dass wir pendeln zwischen Arbeitszeit und Ferienzeit, dass es ganz normale Alltagszeiten gibt, aber auch Zeiten, die wir dazu nützen, um ein echt fröhliches Fest zu feiern. Wenn ich die letzten Monate zurückschaue, dann stelle ich allerdings fest, vieles von diesen Hochzeiten, von Festen und Feiern war überhaupt nicht möglich. Einmal abgesehen von ein paar Wochen im Sommer und unlängst an Weihnachten, wir sind in einer Passionszeit. Die Pandemie hat uns in diese Passionszeit gezwungen. Und trotzdem lade ich Sie ein, mit mir zusammen den Kopf nicht in den Sand zu stecken, nicht gebückt durch die Lande zu ziehen, sich nicht runterziehen zu lassen, sondern Passion nicht nur als Leiden zu sehen, sondern als Leidenschaft für den Herrn. Aus Leidenschaft für uns ist Jesus ans Kreuz gegangen. Der Weg von Jerusalem hinaus nach Golgotha war, weiß Gott, für ihn kein Spaziergang, sondern ein Kreuzweg. Und so ist auch diese Passionszeit für uns gespickt mit Kreuzwegstationen. Da sind Menschen, die jetzt ja fast zusammengepfercht auf engstem Raum es miteinander aushalten müssen. Homeschooling, Homeoffice, dazwischen kochen und putzen. Dann gibt es Zeiten der Einsamkeit. Wir haben sozial-psychische Konsequenzen der Pandemie. Und schließlich, das geht mir nie aus dem Sinn, die Menschen, die Mutterseelen allein haben sterben müssen. Und auch all diejenigen, die als Partner, Freund, Verwandter sich Vorwürfe machen, dass sie einen lieben Menschen haben allein gehen lassen müssen. In diese Passionszeit hinein fällt unser Weg auf Ostern zu. Und Ostern ist für mich ein Fest zum Aufstand. Wir dürfen den Aufstand wagen, den Aufstand ins Leben in Fülle. Wir dürfen aufstehen. Wir dürfen Auferstehung feiern. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gesegnete Zeit auf Ostern hin. Musik.